Moment. So, wir sind online. Schönen guten Abend. Mein Name ist Konstantin Muffert. Da steht da unten ja auch. Bin Teil des Presseteams der DRF Luftrettung. Als erstes mal ein großes Dankeschön an unseren Kollegen Marco Pollmeier und unsere Agentur Malzkorn in Köln. Die haben nämlich dieses schicke Intro gebastelt und ich freue mich, dass mein Kollege Sebastian Schneider, unser Mann zum Thema Windrettung, sich heute Abend Zeit nimmt. Hallo Sebastian. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Sag mal Sebastian, du bist ja jetzt schon seit 8 Jahren unser Mann zum Thema Windrettung und wer dich nicht kennt, du bist in den Bergen zu Hause, du gehörst ganz sicher zu der Kategorie Freak, das meine ich aber jetzt nur positiv, denn du fährst nicht nur Ski, das machen ja auch viele andere, sondern du gehst auch Eisklettern, Trailrunning, Bergsteigen. Sag mal, welcher Berg ist denn dein nächstes Ziel? Oh, da gibt es momentan konkret gar kein so ein richtiges Ziel an sich. Ich mache das immer daran fest, was mir gerade gefällt, wie es mit der Familie reinpasst, etc., um einfach ja zwischen dem Beruf Familie und Freizeit vereinen zu können. Das ist so das, worauf ich in meiner Persona großen Wert lege und drauf schaue. Ja. Wunderbar. Sag mal, um unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch ein bisschen Gefühl dafür zu geben, wer du eigentlich bist. Seit wann bist du bei der DRF Luftrettung? Ich bin seit 2011 bei der DRF Luftrettung angefangen als Notfallsanitäter und Springer. In dem Fall bin dann nach kurzer Zeit den Bereich Winde mit eingestiegen als normaler Winch-Operator und habe dort meinen Dienst so in allen Gefilden, was die Winde so betrifft, durchgeführt und habe ab 2018 im Endeffekt die Leitung der Ausbildung, also sprich als Leiter Ausbildung Windenbetrieb bei der DRF übernommen, wo ich jetzt seit 2018 in Amt und Würden bin. Wunderbar. Sag mal, du warst vorher, und das hast du ja gemein mit einigen Kollegen, vor allen Dingen mit vielen Piloten bei der Bundeswehr. Hattest du dann schon mal so eine Art Ziel, später mal für eine Rettungsorganisation zu arbeiten, oder ist das, sag ich mal, gewachsen? Das ist gewachsen. Also ich bin aus der Bundeswehr dann raus in dem Fall und eigentlich nur durch einen, ich sag mal, Zufall bei der DRF Luftrettung gelandet. Ich habe damals eine Bewerbung geschrieben und so war das im Endeffekt mein Eintritt in die Luftrettung und es hat mir vom Anfang an ganz gut gefallen und so konnte ich mich dann innerhalb des Unternehmens stetig weiterentwickeln. Okay, was unsere Follower, ja, wir informieren ja jetzt schon seit Montag zum Thema Winde und was eigentlich immer wieder, sag ich mal, wie ein roter Faden sich durch die Fragen zieht, ist, wie wird man eigentlich Winch Operator? Also ich stelle mir das halt so vor, dass sich der eine oder andere oder auch eine Kollegin meldet und Interesse anmeldet. Wie geht das dann? Wie läuft diese Ausbildung ab? Ja, zum Ersten, ich sag mal, die Aufgabe des Winch-Operators ist ja nur eine Nebenaufgabe. Also alle unsere Winch-Operator sind ausgebildete Notfallsanitäter, teilweise nur mit der Zusatzqualifikation Intensivkrankenpfleger oder Krankenschwester oder Anästhesie-Krankenpfleger oder Krankenschwester. Denn ich sag mal, Sie haben ja zum einen den Auftrag des Winch-Operators, wenn es erforderlich ist, und zum anderen dann ganz einfach ihre
medizinische Aufgabe zusammen mit dem Arzt, weil nicht jeder Einsatz, was wir mit dem Hubschrauber ja fliegen, selbst wenn er eine Rettungswinde dran hat, ist ja auch ein Windeneinsatz. Mhm. Genau, deswegen ist es so ein Multitask-Feld oder Multi-Optional-Field. Ah, okay. Wie lange dauert die Ausbildung denn eigentlich? Also wie habe ich mir das vorzustellen? Wie haben wir sich das vorzustellen? Zum einen gehen die Winch-Operator sowie auch die Piloten, die dann die Zusatzqualifikation Winde erhalten, in eine einwöchige theoretische Ausbildung. Dort werden sämtliche theoretischen Aspekte, wie zum Beispiel die Windenverfahren, die Zusammenarbeit der Besatzung innerhalb des Windeneinsatzes, technische Aspekte etc. pp. Dort geschult. Und nach Abschluss dieser theoretischen Ausbildung geht das Ganze dann in den praktischen Praxisflugteil, wo wir dort dann am Anfang mit einem Sandsack trainieren, in dem Fall, beziehungsweise der Winch-Operator. Es ist ja nicht jeder bergaffin, beziehungsweise ich sage jetzt mal an die Höhe gewöhnt, weil es gehört schon so ein bisschen was dazu, sich dann außen auf der Hubschrauberkufe ganz einfach, zu bewegen und sich dabei auch noch wohlzufühlen. Das ist der erste Step. Und dann geht es weiter, indem das Ganze mit einem Sandsack trainiert wird. Und wenn das dann soweit klappt, dann werden das erste Mal dort Personen an die Winde dran gehangen, so wie wir es spätrig auch in unseren Einsatzszenarien ganz einfach haben. Okay. Das heißt, nicht umsonst, wir schauen, dass wir unseren Leuten eine so realitätsnahe Ausbildung wie möglich angedeihen lassen, dass sie halt für die Einsätze dann entsprechend gewappnet sind und dass diese Operation sicher vor allem auch Patienten schon dann abläuft. Ja. Ich blende mal die erste Frage von Carsten ein. Nee, das ist er nicht. Carsten ist hier. Carsten würde gerne wissen, wie lang das Seil der Winde ist. Also unsere Windenseillängen, wie wir sie bei der DRF-Luftrettung verwenden, sind 90 Meter. Okay. Du sagst jetzt die Länge, die wir verwenden. Das heißt, ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt kein Experte. Ja, natürlich kann ich mir einiges anlesen. Das heißt aber andersrum, es gibt auch andere Längen, richtig? Genau, richtig. Also es gibt unterschiedliche Längen, einmal 50 Meter und einmal 90 Meter. Aber da wir in dem Fall vollumfänglich Rettung fliegen, operieren wir oder fliegen wir mit dem Hubschrauber ausschließlich die 90 Meter Windenseillänge. Wunderbar, da kommt schon gleich die nächste Frage von Axel. Wie viel Gewicht kann die Winde ziehen? Wie viel Gewicht? Also wir können maximal 2 Personen an die Winde dranhängen, in dem Fall. Also das ist so das Gewicht, was wir mit der Winde abheben könnten oder können. Wird das eigentlich manchmal auch schon eng? Weil wir haben, das kann ich ja auch verraten, wir haben natürlich uns vorher ein bisschen ausgetauscht und hast du gesagt, die Ausrüstung, die hat ja schon ein bestimmtes Eigengewicht. Ja, man kann ja mal rechnen. Also 200 Kilo hört sich natürlich für 200 Kilo sage ich schon, 2 Personen hört sich ja schon mal viel an in der Hinsicht. Aber schlussendlich mit ein bisschen Material und so weiter und so fort in der Hinsicht ist das relativ schnell dann erreicht. Also um einfach nochmal eine Zahl, dass wir ganz einfach auf die Frage spezifisch antworten können. Für die H145, also für unseren neuen großen Hubschrauber, da können wir 249 Kilo in dem Fall dranhängen. Das ist so unser, um in Zahlen mal zu sprechen. Ja.
Julika fragt, musstet ihr auch schon mal Kinder mit der Winde rausfliegen? Wo ist da die Grenze vom Alter? Es gibt keine Grenze vom Alter, weil ich sag mal, die Winde ist dafür da, um einfach Personen aus unwegsamem oder schlecht zugänglichem Gelände zu retten, die dort verunfallt oder in Not geraten sind. Und ich sag mal, der Unfall oder die Not macht ja vom Alter kein Halt. In dem Fall die Limitation oder die Challenge, was da immer gestellt wird, ist logischerweise das Verbringungsmittel. Wenn jetzt ein kleines Kind etc. da ist, dann muss man das halt schlussendlich dann legen, kann man es nicht oftmals nicht sitzen transportieren etc. Aber altersbegrenzt sind wir da nicht, können wir auch nicht sein, sind Rettungshubschrauber. Okay. Hier kommt noch eine interessante Frage. Was sind denn die Gründe für die, wahrscheinlich für den Ort der Winde am Hubschrauber? Also Bautzen hat die Winde rechts, Nürnberg links. Ja, die Gründe, es gibt für alles immer ein Für und Wider. Also die Winde rechts wird eigentlich vorwiegend in Übersee geflogen, wegen den Anflug an den Schiffen. Hat den Vorteil, dass Pilot und Winch-Operator auf derselben Seite in dem Fall sitzen und beide gute Sicht im Endeffekt zum Einsatzgebiet haben. Der Nachteil davon ist logischerweise, dass die linke Seite vom Hubschrauber immer besonders beachtet werden muss, weil dort keiner die Augen draußen hat und wir ja oben den drehenden Hauptruder haben. Deswegen ist über Land oder bei der EC 135 haben wir es ja links, weil die nur von uns auch nur über Land betrieben wird. Da gibt's keinen ausschließlichen Grund. Das hat alles seine Vor- und seine Nachteile, in dem Fall operationell gesehen. Ja. Matthias möchte wissen, werden gegebenenfalls Höhenretter oder Bergwachtkollegen auch am Windenseil eingesetzt? Ja, sehr wohl. Also ich sage jetzt, wenn man jetzt von uns für jetzt DRF-seitig an unseren Windenstationen Bautzen, Nürnberg und Freiburg sprechen, arbeiten wir ja sehr eng mit den Kollegen von der Berg- und Höhenrettung im Endeffekt zusammen. Denn die sind ja auch die Leute, die dann für unseren Notarzt im Endeffekt an der Winde beziehungsweise im Einsatzgebiet dann unten für die Sicherheit garantieren. Und wie soll ich es spezifisch darstellen? Die Bergwacht ist mit im Grundsätzlichen gesehen her alles, was terrestrisch, also aus im Gelände draußen, am Berg, im Wald etc. zuständig ist. Und die Höhenrettung im urbanen Gelände, also im städtischen Gelände, vollziehen die Rettung. Wenn zum Beispiel von einem Wohngebäude oder von einem Sendemast oder wie auch immer runtergewünscht wird. Ich glaube, an dieser Stelle können wir ja auch mal, bevor wir das im schlimmsten Fall vergessen, mal ein fettes Danke aussenden an all diejenigen, die unseren Kolleginnen und Kollegen da draußen immer helfen, weil du hast mir das auch schon mehrfach gesagt. Das sagen mir aber auch die Kollegen, die keine Winde am Hubschrauber haben. Teamarbeit ist alles. Ne? Ohne die Bergwacht, die ja ganz häufig auch als erstes am Unfallort eintrifft, wird hier halt aufgeschmissen. Ja, also das möchte ich auch von meiner Seite her nochmal ganz deutlich betonen. In dem Fall, wenn wir mit gerade mit der Bergwacht zusammenarbeiten, die Bergretter in Deutschland sind ehrenamtliche Einsatzkräfte, also die das in ihrer Freizeit machen, um einfach verunfallten, verletzten oder in Not geratenen Personen dann Hilfe zu werden lassen. Und gebührt von meiner Seite her auch nochmal den extremen Dank und vor allem auch meine extreme Wertschätzung für diese hochprofessionelle Arbeit, die tagtäglich dann, wenn es zum Einsatz kommt, an den Tag legen. Wunderbar.
Diese Frage finde ich auch sehr interessant, weil eine Winde wird ja nicht immer nur in einer Bergregion eingesetzt, sondern durchaus ja auch mal in einer Großstadt, ne? Wurde die Winde auch schon mal in dicht besiedeltem Gebiet eingesetzt, weil eine Landung nicht möglich war? Ja, sicher. Die Möglichkeit besteht. Ich sage jetzt mal, eine Winde muss ja nicht unbedingt immer nur rein, ich sage jetzt mal, zur Rettung eingesetzt werden, sondern kann ja auch mal zur Verbringung von medizinischem Personal, also in dem Fall dem Notarzt, dann eingesetzt werden. Wir setzen natürlich die Winde immer nur so ein. Unter, ja, ich sage mal, den Gegebenheitsgrundsätzen der Verhältnismäßigkeit. Denn mit unserem Hubschrauber produzieren wir natürlich ja, horrenden Abwind, also Downwash. Und wir schauen natürlich, oberste Priorität ist, dass ein Rettungseinsatz immer sicher abläuft und durch den Rotorabwind besteht natürlich die Gefahr auch, dass man Personen da unten gefährdet. Also man kann im oder bewohnten Gebiet den Hubschrauber mit der Rettungswinde einsetzen, aber unter den von mir benannten Maßgaben. Na, das so, dass wir uns nicht gefährden, aber auch im Endeffekt die Personen am Einsatzort oder im Endeffekt den Patienten dann. Aber als schneller Notarztzubringer kann der jederzeit eingesetzt werden. Wunderbar, vielen Dank. Diese Frage bezieht sich auf eure Übungen. Wie oft wird praktisch geprobt, zum Beispiel mit der Bergwacht oder der Feuerwehr? Also wir trainieren einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, also sprich alle 6 Monate, den Realeinsatz in dem Fall. Und dort natürlich an den Stationen, wo wir eine Rettungswinde haben, im dementsprechend reellen Einsatzgebiet, sodass die fliegende Besatzung sowie die Besatzung am Windenhaken immer ja, A, die größtmögliche Handlungssicherheit bekommt und dass im Team jeder weiß, was er zu tun hat, um so einen reibungslosen und vor allem sicheren Einsatz zu gewährleisten. Sebastian, ich habe jetzt mal ein Foto von einer der vergangenen Übungen gezeigt. Jetzt mal ganz blöd, ja? Wie fühlt man sich, wenn man da am Haken hängt? Ja, wie fühlt man sich in dem Fall? Ich sag mal, unsere Ärzte, unsere Retter in der Hinsicht, die fühlen sich am Haken wohl. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Windenoperation ist immer eine Vertrauensbasis oder eine Vertrauenssache, denn die Leute, die am Windenhaken hängen, sind über das Stahlseil in dem Fall vollumfänglich darauf angewiesen, dass wir im Hubschrauber unser Handwerk verstehen. Deswegen trainieren wir das. Die fühlen sich wohl. Wenn man den Patienten oftmals anbetrat, der noch nie irgendwo in so einer Situation war, der hat auf jeden Fall Stress und da müssen wir halt medizinisch ge gegebenenfalls dann einwirken. Genau, ja. Matthias möchte wissen, fliegt ihr nur Winde oder auch Fixseile? Wir bei der DLF Luftrettung operieren ausschließlich mit Winde. Also wir fliegen kein Fixtauverfahren. Okay. Für diejenigen, die sich jetzt nicht so gut auskennen, so ein Fixtauverfahren heißt, ich kann mir das jetzt eher aus der Schifffahrt vorstellen, heißt das so, ein Tau hat eine fixe Länge? Ich sag mal, um den Begriff vielleicht so ein bisschen fürs Publikum näher zu erläutern. Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben 90 Meter Windenseillänge. Und in dem Fall kann ich aus meiner Perspektive jetzt als Windenbediener oder Winch-Operator zu sprechen, die Rettungswinde ja bedienen. Das heißt, ich kann das Seil einfahren oder ich kann es ausfahren.
Dadurch kann ich die Seillänge variieren und dementsprechend präzise den Arzt oder den Retter beziehungsweise dann später den Patienten dann entsprechend genau positionieren beziehungsweise dann präzise ein- oder ausfahren. Beim Fixtau, ich sag mal, vielleicht hast du ein Bild mit dem Hubschrauber, wo man die Winde mal sieht, dann kann ich das vielleicht so ein bisschen oder können das die Zuschauer so ein bisschen nachvollziehen. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Vielen Dank. Ich zeige jetzt mal ganz kurz, bitte dranbleiben, weil Sebastian und ich sind für ein paar Sekunden weg. Ich zeige jetzt mal ganz kurz den Check der Winde. So, da sind wir wieder. Ja, dort hat man das. Danke für den Kurzclip. In dem Fall. Dort hat man ja gesehen, der Winch-Operator fährt das Windenseil ein, fährt das Windenseil aus in dem Fall. Und wir prüfen natürlich vor jedem Einsatz in dem Fall und jeden Tag zu Beginn vor unserem Dienst die Systeme vom Hubschrauber und natürlich auch das Windensystem, dass alles einwandfrei funktioniert, um einfach für den Einsatzfall bestmöglich gewappnet zu sein und dass, wenn wir die Winde dann natürlich brauchen, dass diese dann auch einwandfrei funktioniert. Alles klar, vielen Dank. Sven André würde gerne wissen, ob einem durch den Downwash womöglich an der Winde schlecht werden kann. Nicht direkt durch den Downwash. Konstantin, mein Computersystem ist gerade ausgestiegen. Du bist aber noch da, wir sehen dich noch. Ah, okay. Das ist jetzt interessant, hatten wir so auch noch nicht. Aber ich hoffe, ihr bleibt einfach weiter dran und steigt nicht aus. Jetzt ist der Sebastian weg. Der kommt bestimmt gleich wieder. Und ich habe hier für euch alle noch einen kleinen Film, der verdeutlicht, wie die Arbeit eigentlich läuft. Und ich hoffe, dass Sebastian gleich wieder da ist. Also bitte nicht weglaufen, nicht ausschalten, wir sind gleich wieder da. Nach diesem kleinen Film. Ist fast wie bei der Werbung. Ich danke euch.
Da sind wir wieder. Ja. Und machen gleich weiter, weil Patrick wird gern wissen, ob das die A 145 in dem Film war. Entschuldigung, erstmal, dass ich weg war. Meine Verbindung hat gar keiner gemerkt, Sebastian. Ja, ihr habt ja den Windentrailer angeguckt. Nein, in dem Film war es die EC 135 aus Nürnberg, mit dem der Film gedreht wurde. Das erkennt man daran. Zum einen ist die Maschine kleiner und hinten am Heckrotor hat es nochmal zwei, ich sag mal, längsgestellte Querflossen oder so Querfinnen. Das unterscheidet im Endeffekt kann man optisch ganz gut differenzieren zwischen EC 135 und H 145. Wunderbar. So, es geht gleich weiter mit einer Frage von Carsten. Wie oft kommt eine Winde zum Einsatz? Das ist sehr unterschiedlich in dem Fall. Ich sag mal, in der letzten Zeit zunehmend oder in den vergangenen Jahren jetzt zunehmend mehr, weil logischerweise die Freizeitaktivitäten etc. deutlichst höher sind und die Leute sich halt aufgrund, ich sag mal, guter Ausrüstung in der Elektrobike-Generation etc. pp. Halt viel, viel mehr raus. Trauen in unwegsames Gelände, wie es einfach vorher war, und dadurch steigen die Windeneinsätze stetig. Okay, vielen Dank. Thomas hat eine interessante Frage. Auf See wird immer ein Erdungshaken eingesetzt über Land und absetzen nicht erforderlich. Das kann ich jetzt zum Beispiel nicht beantworten und Sebastian lacht. Nee, das ist eine, also ich freue mich über die Fragen, weil da sieht man, wie aufmerksam, ich sag mal, die Zuschauer ganz einfach sind. Ja, über das ist vollkommen richtig, über See auf Booten etc. wird ein Erdungsbesen, nennt sich der umgangssprachlich, eingesetzt. Wir haben über Land ein sogenanntes Antistatikseil dran. Das heißt, das ist ein isoliertes Kabel mit unten so einer Messingkugel dran und das ist länger als die Körpergröße ist und das kommt als erster auf dem Boden auf. Denn bei bestimmten Witterungsverhältnissen, ich sage mal im Gebirge, ist es oftmals, wenn Neuschnee da ist, wenn man Neuschnee aufwirbelt, lädt sich das Hubschraubersystem elektrostatisch auf. Und um diese elektrostatische Aufladung abzuführen, wird dieses Antistatikseil oder über See dieser Erdungsbesen eingesetzt. Denn wenn sonst die Leute am Boden Kontakt haben würden, würden die im Endeffekt wie einen Stromschlag bekommen. Und das Gleiche würde gelten, wenn der leere Windenhaken, weil die Personen unten am Boden sind, runtergelassen wird und die den annehmen. Bevor das er Bodenkontakt oder Kontakt über das Antistatikseil hatte, würde man im Endeffekt einen Stromschlag bekommen. Ui. Ui. Okay. Das wäre natürlich nicht gut. Christian hat auch eine interessante Frage. Weshalb gibt es kein Sicherungssystem, wo das Seil doch so dünn ist? Sicher, gut, die Frage kann ich jetzt so nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was da Christian mit Sicherungssystem meint. Okay, vielleicht können wir in dem Zusammenhang mal erwähnen, welche Tragkraft dieses Seil eigentlich hat. Welche Tragkraft dieses Seil hat. Also wir belasten das Seil mit maximal 249 Kilo bei der H145. In dem Fall 227 Kilo bei der EC 135. Das ist ein 4,6 mm dickes Stahlseil. Also die genaue Tragkraft kann ich da nicht beantworten in dem Fall. Also es wird deutlich mehr halten, denke ich mal, von der ganzen Geschichte. Aber das wäre Spekulation und spekulieren tue ich nicht. Alles klar. Christian hat gerade nachgeschoben, warum es kein zweites Seil gäbe. Das wäre wahrscheinlich, denke ich mir jetzt mal, gar nicht möglich, oder?
ein zweites Seil in dem Fall geht, würde hier in keinsterlei Weise operationell irgendwo gehen, also in der Hinsicht. Deswegen, ich sag mal, in der Luftfahrt ist alles mit einer sehr hohen Sicherheitsmarge und zig Tests, bevor das irgendein System eine Zertifizierung erhält, getestet. Auch meine Kollegen, wir vertrauen diesem System komplett. Und ein zweites Seil in dem Fall wäre operationell gar nicht möglich. Also das geht nicht. Alles klar. Sven André möchte gerne wissen, ob du eine kuriose Rettung erlebt hast. Eine kuriose Rettung? ich weiß nicht, was man unter, weil das ist ja eine philosophische Frage. Eine kuriose Rettung. Vielleicht können wir uns darauf einigen, eine Rettung, an die du wahrscheinlich immer mal wieder denkst, aus welchen Gründen auch immer, in der Hoffnung, dass sie gut ausgegangen ist. Ja, weil es gibt einige Rettungen, die ganz einfach, die einem so im Gedächtnis bleiben. Vor allem, wenn es bei einem Einsatz immer, wenn Kinder involviert sind, etc. Haarsträubende Aktion von der Sicherheit her in dem Fall sind, dass ein Kletterer droht abzustürzen in dem Fall und man es dann schafft, denjenigen dann aus der Wand raus zu retten, ohne dass es einen Totalabsturz dann gab seitens der Seilschaft, die sich im Berg ganz einfach befand. Und vor allem immer, wenn ein Einsatz schwieriger angekündigt oder sich vorgestellt dann wird, wie es dann schlussendlich ist, sei es von den rettungstechnischen Gegebenheiten, wie auch von der Verletzungsschwere, ne, in dem Fall. Das würde ich eher unter diesem Passus kurios, weil ich sag mal, wir stehen nicht, da kann ich glaube ich, wir sprechen von uns, von der Organisation nicht so drauf, dass wir da Spaß dran haben, wenn es Leuten nicht gut geht, in dem Fall, sondern wir wollen ja, dass die schnellstmöglich in Sicherheit gebracht werden oder schnellstmöglich der Klinik zugeführt werden. Ja, das sind solche Einsätze, die einem dann eigentlich im Gedächtnis bleiben. Ja, okay. Thomas würde gerne wissen, kann das Windenseil im Notfall abgesprengt werden bei Gefahr für den Hubschrauber? Ja. Ja. Okay. Ist das schon mal vorgekommen? Bei uns jetzt noch nicht in dem Fall. Es kann aber jederzeit vorkommen, in dem Fall, wenn sich das Windenseil jetzt hat irgendwo verhängt in der Hinsicht und man es nicht wieder losbekommt und sei es, wenn es nur in einem Baum verfangen ist, dann müssen wir uns schlussendlich von dem Windenseil trennen, denn wir können ja auch nicht Ewigkeiten im Endeffekt an der Stelle bleiben, weil irgendwann ist der Sprit leer etc. und da müssen wir eine Möglichkeit haben, und so von dem Windenseil zu lösen, klar. Okay. Übrigens kamen auch Fragen im Vorfeld dieses Talks, auch dafür vielen Dank. Und eine dieser Fragen lautet, müssen die Notärzte eigentlich auch geschult werden? Ja. Also jeder, der in der Windenoperation involviert ist, egal ob es der Pilot ist, der Windenbediener in dem Fall oder der Windoperator, der Luftretter oder der Notarzt, brauchen alle eine Zusatzqualifikation, auch wieder, die ist mehr oder weniger gleich vom Aufbau, also eine theoretische Ausbildung und danach in dem Fall Praxisflugtraining im reellen Einsatzgebiet. Genau. Die EML möchte wissen, wie ihr Vertrauen aufbaut. Ich meine, es gab doch garantiert auch schon mal Situationen, wo ein Patient bei Bewusstsein war und buchstäblich Schiss hatte, sich per Rettungssack transportieren zu lassen, oder?
Ja, ich sage jetzt ja ganz einfach mal, das geht von gut zureden. Ich sage jetzt mal, man spricht ja im medizinischen Bereich auch von der psychologischen Betreuung oder medizinisch-psychologischen Betreuung von den Patienten. Da braucht man nicht mal von dem Windeneinsatz. Das müssen wir ja genauso leisten, wenn wir einen Normaleinsatz haben. Na, weil auch in dem Normaleinsatz ohne Windenverbringung hat der Patient oftmals, ich sage jetzt mal, Angst, weil ihm geht es eh schon nicht gut und hat dadurch Stress. Und da sind unsere Leute ganz einfach auch geschult im Umgang mit dem Patienten, um den einfach zu beruhigen. Sag mal, wie groß ist eigentlich der Raum, sage ich mal, in dem ihr euch dann bewegt? Das ist doch 3 mal 3 Meter, richtig? Ja, das ist, ich sage jetzt mal, um einfach ein reelles Maß schlussendlich zu haben. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, okay, wenn man einen Patienten sitzend in dem Fall transportiert, im sogenannten Rettungsdreieck, dann bildet man ja eine schmalere Silhouette. Ja, in dem Fall. Aber man muss ja immer davon ausgehen, in dem Fall. Man verbringt den Patienten, weil er schwerer verletzt ist, weil er auch nicht sitzend verbracht werden kann, liegend. Und ich sage jetzt ganz einfach mal, Körpergröße im Maximalfall sei jetzt mal 2 Meter und, na, ist ja das schon mal, was wir an Silhouette abbilden, weil der Patient ja im Endeffekt waagerecht liegt. So, und dann brauchen wir logischerweise auch noch einen gewissen Bewegungsspielraum in dem Fall, so dass wir natürlich auch mit dem Patienten jetzt halt nicht irgendwo gegen Bäume, gegen die Felswand etc. schlagen. Und das ist so das Mindestmaß, was wir im Endeffekt benötigen, um einfach eine sichere Rettung gewährleisten zu können. Emel hat gleich nachgelegt und möchte gerne wissen, wie du dich mental fit hältst. Mental fit, ne? Dass ich arbeite halt einfach. Nee, Spaß beiseite. Mental fit in dem Fall. Man hält sich mental fit. Auch durch, ich finde mich halt die Abwechslung fit in dem Fall, weil das ist auch das Spannende an unserem Job. Uns wird niemals, oder vor allem mir nicht, langweilig in dem Fall, zum einen im Einsatzdienst, weil wir ja nie genau wissen, was uns erwartet, und es ist auch nie jeder Einsatz gleich. Und das erfordert ganz einfach eine geistige Flexibilität. Und ich sag mal, dann halt der Ausgleich, dass ich ganz einfach in meinem privaten Umfeld mal was anderes mache. In dem Fall, ich gestalte meine Freizeit mit der Familie und bin dann halt handwerklich zu Hause nur ein bisschen am Basteln und am Machen, um einfach so ein bisschen ein Alt oder ein Kontrastprogramm zu dem Ganzen zu haben. Aber hauptsächlich sage ich, ja, die abwechslungsreiche, unterschiedliche Tätigkeit hält einem vor Hause auf geistig flexibel. Marvin würde gern wissen, könnt ihr einen Patienten mit Retter auch in der Luft einladen? Ich schätze mal, er meint, dass der Patient und der entsprechende Retter direkt in den Hubschrauber gezogen werden. Kann man das so sagen? Ja. Ja, das praktizieren wir auch in dem Fall. Und ich habe ja zum Anfang immer gesagt, wir machen immer, also in Abwägung der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Ja, wenn man das kann man das ganz einfach beschreiben. Wir können Patienten ganz einfach, wo wir als Hubschrauber nur als Rettungsmittel, dass wir den aus dem schwierigen Gelände mit der Rettungswinde retten, na, und ihn dann anschließend an den Rettungswagen übergeben, weil er halt nicht so schwer verletzt ist, können wir das tun. Aber wir können den auch in der Luft in die Kabine verladen.
mit dem Bergesack oder mit dem Rettungsdreieck und können dann direkt aus der Luft dann schlussendlich ins Krankenhaus verbringen. Das ist auch wieder, um auf die vorherigen Fragen nochmal einzugehen, Thema Winde versus Fixtau. Das ist auch der Vorteil der Rettungswinde gegenüber dem Fixtau. Weil Fixtau habe ich was unterm Hubschrauber dranhängen, da muss ich zwingend erstmal zwischenlanden, dass ich das Tau dann loswerde und dann den Patienten in die Maschine verlade und zum Krankenhaus verbringe, wenn es eine längere Distanz ist. Und wir können das halt direkt dann im Endeffekt in den Hubschrauber und können dann gleich abfliegen. Wunderbar. Der Matthias möchte wissen, wie oft das Seil auf Risse geprüft wird, also nicht nur eine Sichtprüfung. Also wir kontrollieren das Windenseil in dem Fall nahezu nach jedem Einsatz und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, systemische Kontrolle wird vor jedem Schichtbeginn und am Ende des Dienstes wird das Ganze dann vollzogen, dass das Windenseil, weil da hängen ja Personen dran, immer in einem einwandfreien Zustand ist und sobald da irgendwelche Zweifel oder sonst wo wird das Seil verworfen und wird ein neues im Endeffekt installiert. Julika möchte wissen, wenn die Winde runtergeht, ist die Maschine auf Autopilot, sodass die Maschine auf der Stelle steht? Jein, manchmal ja, manchmal nein. In dem Fall von dem Ganzen, wir sind sowohl, oder die Piloten sind sowohl in der Lage, die Maschine im Endeffekt händisch zu fliegen. Es gibt aber, ich sag mal, die neuen Hubschrauber haben ein Unterstützungssystem, das aber auch logischerweise Limitierungen unterliegt. Also sprich, wenn es extrem windig ist etc., wird oftmals dann händisch geflogen, weil die Hand des Piloten ganz einfach dann in dieser Situation präziser ist, als es dann das System tun könnte. Okay. Sag mal, Sebastian, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, bei der Ausbildung zum Winch Operator ist es ja auch manchmal so, könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere nicht nur gehörigen Respekt zeigt, weil das ist ja sicherlich auch eine Grundvoraussetzung, sondern auch Schiss hat. Wie ist denn das mit dir selber? Gab es auch schon mal Situationen, wo dir richtig mulmig war? Also gibt, glaube ich, keine Situation, wenn du auf der Kufe stehst. Also das ist so mein persönlicher Grundsatz. Wenn die Schiebetür in der Luft dann aufgeht und ich mich auf die Kufe stelle, wenn ich dann, ich sage jetzt mal, kein flaues Gefühl mehr im Magen habe, dann ist es ein Anzeichen, dass ich den Respekt davor verloren habe. Und dann werde ich diesen Job als Winch-Operator an den Nagel hängen, weil dann gibt es keine Limits mehr, dann hat man keinen Respekt vor der Situation mehr und dann wird es gefährlich. In dem Fall, um auf die neuen, ich sage jetzt mal, auf meine Schüler etc. zu, klar, haben die Respekt oder am Anfang Schiss beziehungsweise eine gewisse Überforderung. Denn das sind ganz normale Notfallsanitäter oftmals, die außer einer Vier-Stufen-Leiter im Haushalt oftmals noch nicht irgendwo höher drüber gestanden haben etc. Da ist es meine Aufgabe als Lehrer, dann eben entsprechend die Ausbildung so zu adaptieren, dass man ihnen dann mit Voranschreiten des Ausbildungsprogramms, ich sag mal, die Angst, weil Angst ist ein sehr, sehr schlechter Ratgeber, weil Angst führt dazu, dass wir Fehler machen, dass ich die den nehme und dementsprechend mit einer guten Dosis fördern und fordern dann an ihre zukünftige Aufgabe ranführe. Vielen Dank. Julika möchte noch wissen, ob bei Windeneinsätzen auch Eltern mitfliegen dürfen. Ja, was
Das kann man so pauschal nicht sagen. In dem Fall, wenn ein kleines Kind verunfallt ist, in dem Fall und es in dem Fall die Situation erfordert, werden wir immer den in Erwägung ziehen, den ich sag mal elterlichen Begleiter ganz einfach mitzunehmen in der Hinsicht, um einfach ja auch wieder psychologisch auf das Kind einzuwirken in dem Fall. Ne? Wenn es, ich sag mal, die Umstände erfordern und die Mittel zulassen, werden wir, ich sage jetzt mal, nicht die Eltern, sondern dann halt ein Elternteil dann dementsprechend mitverbringen. Okay. Sag mal, hattest du in deiner jetzt ja doch schon mehrjährigen Erfahrung auch mal den Fall, dass zu Beginn einer Ausbildung, ich sag mal, ein Kollege auf dich den Eindruck erweckt hat, puh, das wird schwierig. Und dann hat diese Person, sag ich mal, in der Ausbildung so gemacht, dass du selber überrascht warst und dir gesagt hast, da kann man mal wieder sehen, dass man nicht zu früh, sag ich mal, den Glauben verlieren darf an jemanden, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass im Verlauf der Ausbildung man sich ja auch oft, sag ich mal, mehr als überwinden muss, oder? Ich sag, da bin nicht ich derjenige, der da am Anfang sagt, das wird nie was. Also das mache ich generell nicht in dem Fall. Und zu Beginn von der Ausbildung ist es sehr, sehr schwer, eine Einschätzung zu treffen, weil jede Person, jeder Schüler individuell ist. Der eine ist extrovertiert, der andere eher introvertiert etc. Das obliegt mir nicht vor Anfang an. Das wäre auch falsch, gleich eine Grundeinschätzung machen zu können oder zu machen. Ich glaube, da kann ich eher so für meine Schüler sprechen, die am Anfang eher mit sich selber verzweifeln und jeder wird in der Ausbildung irgendwann an dem Punkt sein, wo er sagt, ey, irgendwie packe ich das nicht in dem Fall, weil es am Anfang sehr, sehr schwer ist, das Ganze zu machen. Und da ist meine Aufgabe, drüber zu führen, bis der Knoten platzt und ich sag mal, ja, bis jetzt hat es bei jedem noch, ich sag mal, ja, geklappt. Der eine braucht halt ein Müh länger wie der andere. Ein Müh, ja, das ist, so kann man das ganz einfach sagen, weil, wie ich anfänglich sagte, jeder Mensch ist individuell und der eine hat eine schnellere Auffassungsgabe als der andere und der eine kann es halt sehr, sehr schnell umsetzen in dem Fall. Aber das, was wir machen, ist eine, ich sag mal, eine Multitasking-Geschichte. Denn wir müssen sprechen und gleichzeitig gewisse Handlungen vollziehen, um einfach die Operation oder beziehungsweise diesen Einsatzablauf zu verkomplettieren in dem Fall. Ja. Naja, vor allen Dingen muss man, nur für die Zuschauerinnen und Zuschauer, man muss ja auch, sag ich mal, Räume und Distanzen gut abschätzen können. Hast du mir im Vorgespräch in Anführungsstrichen verraten. Gibt es da eigentlich Tricks? Du hast mich ein bisschen ausgelacht, das war aber auch völlig in Ordnung, weil das können garantiert Leute, die, sag ich mal, segeln oder sicherlich auch Leute, die Natur beobachten und Entfernungen schätzen zu Tieren. Aber wenn ich oder vielmehr der Kollege, die Kollegin, die da auf der Kufe stehen, die müssen dem Piloten, der Pilotin ja auch ganz oder relativ exakt sagen, in Anführungsstrichen, wo am Boden beispielsweise das Team der Bergrettung in etwa ist. Habe ich das so halbwegs richtig beschrieben?
Ja, also ja, das ist eine, das war eine sehr interessante, entschuldige, dass ich da lache, Ja, in dem gerne. Fall. Das ist ja Nee, auch gut. manche Dinge bringen einem da dann ganz einfach zum Schmunzeln. Aber das sind ja schon wirklich spannende Fragen. Ja, man muss Entfernung schätzen. Das muss man lernen oder beziehungsweise das muss man trainieren, dass man das Ganze genau durchführen kann. Und weil du vorhin gesagt hast, ja, mit kurz, präzise, ich sag mal fürs Publikum, dass man da einfach eine Vorstellung hat, was wir dort im Endeffekt machen oder was der Winch-Operator, weil er am Anfang das auch nochmal aufkam, ja, was muss der können und so weiter und so fort. Man kann ganz einfach mal dem Partner, dem Kumpel oder wie auch immer einfach eine Skibrille aufsetzen. Die klebt man mit Tape ab, so wie man es, keine Ahnung, bei jeder einschlägigen, ich sag mal, TV-Quiz-Show oder sonst irgendwo oftmals sieht, dass sie nicht sehen, was der Vorgänger getan hat. So, die setzt man dem auf. Dann stellt man einfach mal ein Hütchenparcours oder zwei Stühle in den Raum und versucht den mit kurzen Sprechkommandos dort durchlaufen zu lassen, ohne dass er irgendwo an den Stuhl anstößt, etc. Und das sind die essentiellen Informationen, dass er dann weiß, was befindet sich im Raum, weil der Pilot halt ab einer bestimmten Phase den Windeneinsatzort oder ja, den Zielort einfach nicht mehr sehen kann, weil wir ja schlussendlich dann wirklich, ich sag mal, lotrecht drüber stehen. Und das dann hat der Pilot keine Sicht mehr zum, und das ist dann unsere Aufgabe, den Hubschrauber so präzise zu dirigieren, dass wir mit unserem Personen am Haken dann das Ziel erreichen und spätig dann auch mit den Personen nicht irgendwo eine Hindernisberührung etc. Dann vollziehen. So, die Jacqueline möchte wissen, stehst du lieber selber auf der Kufe oder bildest du lieber aus? sowohl, ich stehe ja auf der Kufe, wenn ich ausbilde. in dem Fall. Also eine gute Mischung aus beiden ist, glaube ich, meine Antwort dazu, oder ist meine Antwort dazu. Denn sowohl zwischendurch einfach selber Einsätze fliegen, etc., aber auch die Ausbildung, Konstantin, der Rechner ist ausgestiegen, ich bin gleich wieder da. So, das ist doch wieder interessant, ja. Das ist ja hier mit einigen Tücken versehen. Und deswegen zeige ich euch noch mal einen kurzen Film, dann ist Sebastian hoffentlich gleich wieder da. Also, nicht aussteigen. Da sind wir wieder. Ja, So, das war guck da. mal, das ist doch jetzt auch mal schön. Patrick, vielen, vielen Dank für dein Lob und auch das sei an der Stelle nochmal gesagt, weil hin und wieder völlig zu Recht gefragt wird, warum es einen Förderverein gibt und warum die DF Luftrettung auch Spenden sammelt.
Das ist schlichtweg so, dass wir als Organisation natürlich auch in die Ausbildung und in den technischen Fortschritt investieren und gewisse Leistungen schlichtweg teilweise nicht übernommen werden. Also von daher auch vielen, vielen Dank an alle, die dabei sind und uns unterstützen. Und eine kurze Geschichte zum Thema Ausbildung. Ich werde gleich nochmal den Link zu unserer Karriereseite einblenden, weil das kommt immer wieder und da freuen wir uns auch. Es entstehen immer wieder offene Fragen zum Thema Ausbildung. Da gibt es eine neue Karriereseite, die wurde neu gestaltet und dazu kommen gleich noch Informationen. Und Julika hat noch eine spannende Frage. Gibt es Binneneinsätze in der Nacht? Ja, da würde ich gleich noch drauf kommen, aber ich würde ganz gerne die letzte Frage nochmal aufwerfen, weil dann war die Unterbrechung, weil meine Internetverbindung weg war in dem Fall. Ob ich lieber auf der Kufe oder stehe oder ausbilde. Ja. Genau, also das sind wir natürlich unseren Zuschauern ganz einfach schuldig, eine Frage unbeantwortet beziehungsweise nur teilweise beantwortet stehen zu lassen. Ja, genauso gerne bilde ich aber auch aus, weil ich sag mal, die Ausbildung, Schulung halt meines Erachtens nach auch eine ehrliche Arbeit ist, weil ich sehe halt schlussendlich bei den ganzen Winch-Operatoren, die durch meine Hände laufen, im Endeffekt gerade nachdem, dass sie die Grundschulung abgeschlossen haben etc., wie sie sich halt über die Jahre dann ganz einfach entwickeln. Am Anfang erstes Mal auf der Kufe stehen, weiche Knie haben, bis sie dann wirklich Winch-Operator oder ich sag mal Windenpiloten dastehen, die dann ganz einfach über Erfahrung verfügen, vollkommen fest im Sattel sitzen etc. Und das ist halt das, was einem oftmals sehr, sehr viel wieder zurückgibt. In dem Fall deswegen ehrliche Arbeit, weil ich sehe meinen Ertrag dann in der Entwicklung von jedem Einzelnen. Alles klar. Zur nächsten Frage. Gibt es Windeneinsätze in der Nacht? Ja, die gibt es. Wir führen aber derzeit innerhalb der DRF-Luftrettung keine Windeneinsätze bei Nacht durch. Mal gucken, was die Zukunft bringt, aber derzeit führen wir diese nicht durch, deswegen kann ich da momentan auch nichts dazu sagen. Alles klar, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht wirst du mich zu Recht rüffeln, aber Andreas' Frage ist noch offen. Wir hatten es bestimmt schon mal besprochen zu Beginn des Gesprächs, aber wir sind jetzt auch bei 60 Minuten gleich. Wie lange dauert die Ausbildung insgesamt? Also in dem Fall ist eine Zusatzausbildung eine Woche Theorie und so circa 10 bis 12 Flugstunden. Und dann hat man im Endeffekt die Grundausbildung abgeschlossen. Das heißt, dann hat man mehr oder weniger laufen gelernt. Alles klar. Thomas hat noch eine Frage zum Thema Kommunikation. Reicht Intercom bis zum Boden? Jein. Also es gibt Systeme, wo man das Intercom weiterschalten kann in der Regel. Aber das Intercom also ist die Interkommunikationsanlage innerhalb des Hubschraubers in dem Fall. Und ansonsten arbeiten wir mit den Leuten, die unten an der Winde hängen, mit einem Digitalfunkgerät. Ah, alles klar. Okay. Felix möchte gerne wissen, auf welcher Station du eingesetzt wirst. Auf keiner fest. Nee, ich habe meinen Sitz in der Abteilung Besatzungsschulung in Rheinmünster. Dort ist unser Operation Center und ich mache an allen Windenstationen Dienst, so wie es gebraucht wird, wenn ich nicht schule. Also ich habe praktisch auf alle Windenstationen Zugriff. Das ist auch wichtig, dass man so einen Kontakt zur Basis hat und nicht rein nur im Schulungsbetrieb ist. Denn sonst weiß man irgendwann, ist man reiner Theoretiker, weiß gar nicht mehr, was in der Praxis abgeht. Also ich fliege an allen Stationen. Okay.
Das hier ist die Adresse unserer Karriereseite. Wenn euch das jetzt zu nervig ist, das abzuschreiben, dann könnt ihr auch schlichtweg über drf-luftrettung.de gehen und der Karriere-Button ist eigentlich nicht zu übersehen. Nur das dazu ist auch neu gestaltet. Unter anderem findet ihr auf der Seite auch eine tolle Geschichte über den jungen Mann da, über den Sebastian. Und genau, ich gucke gerade noch mal, ob neue weitere Fragen reingekommen sind. Sehe ich gerade nicht. Sebastian, haben wir irgendwas noch nicht besprochen, wo du sagst, das ist jetzt total elementar, das würdest du gerne noch loswerden, bevor gleich Deutschland gegen Island angepfiffen wird? Ja, nee, ich sag danke vor allem für die spannenden Fragen, die gestellt wurden. Es zeigt ja doch, dass ein hohes Interesse seitens vom Publikum an ja dieser Sendung besteht. Und ich hoffe, zumindest habe ich es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, die Fragen zu beantworten und ja, wünsche allen einen schönen Abend und sage danke fürs Zuschauen. Ja, das kann ich ja verraten, ne? Fußball ist nicht deins. Nee. Nee. Also ich werde jetzt Deutschland gegen Island nicht gucken. Alles klar. Wenn ihr noch Fragen habt, liebe Leute da draußen, dann seid doch so nett und meldet uns das. Ihr könnt uns über Facebook kontaktieren. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schicken. Und ansonsten sag auch ich ganz vielen Dank. Vor allen Dingen, ich könnte ja jetzt nicht ganz die Wahrheit sagen, dass wir das mit dem technischen Missgeschick so beabsichtigt haben, damit wir die tollen Filme alle nochmal zeigen können. Also danke, dass ihr dran geblieben seid und euch allen einen schönen Abend. Bleibt vor allen Dingen gesund und zuversichtlich. Am Wochenende wird die Uhr umgestellt, die Tage werden noch länger und von daher hoffe ich mal, und wärmer werden sie ja zum Glück auch. Deswegen vielen, vielen Dank für euer Interesse und auf bald. Tschüss. Tschüss.